Laudetur Jesus Christus, hier ist Vatican Media. Willkommen zur Übertragung des Morgenprogramms von Papst Franziskus während seiner 22. Auslandsreise, seiner Reise der Hoffnung und des Friedens nach Chile und Peru. Er ist heute in Lima und ist gerade an der Kathedrale von Lima angekommen, der Kathedrale St. Johannes des Apostels und Evangelisten. Hier wird er einen Besuch bei den Reliquien der heiligen peruanischen, der peruanischen Heiligen machen, die diesen ganzen Besuch mit durchprägen. Toribio von Mogrovejo, Rosa von Lima, Martin von Porres, Francisco Solano und Juan Marcias. Der Papst hat kurz zuvor ein Gebet mit kontemplativen Ordensfrauen gehalten, die Terz mit ihnen gebetet und wird jetzt in der Kathedrale von ca. 2500 Personen erwartet. Priester, andere Ordensleute, Seminaristen, aber auch Mitglieder kirchlicher Bewegungen und Mitarbeiter in der Pastoral. Die Kirche liegt hier am Hauptplatz, den der Papst nun schon mehrfach berührt hat. An dem Platz liegt auch der Regierungspalast, wo er vor zwei Tagen vom Staatspräsidenten empfangen worden ist. Und er begrüßt jetzt hier einzeln die Mitglieder des Domkapitels am Eingang. Apropos begrüßen, am Mikrofon für Vatican News begrüßt sie Melanie Rosenbaum und einen herzlichen Gruß nicht nur an diejenigen, die uns hier jetzt über die Webseite www.vaticannews.va oder über YouTube zuhören und zuschauen, sondern auch an alle, die uns über unsere Partnersender mitverfolgen und verfolgt haben. Radio Horeb, Radio Maria Österreich, Radio Maria Deutschschweiz, Evident TV, KTV Fernsehen, Radio Gloria. Nur zu hören. Wir sehen den Papst jetzt gerade durch den Mittelgang nach vorn gehen. Ihm ist offenbar gerade ein Gefäß mit Mate gereicht worden, aus dem er einen Schluck genommen hat. Ein Tee, das Nationalgetränk, insbesondere der Argentinier, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern verbreitet. Und geht jetzt vor zum Altar. Dort wird so, im Hintergrund schon das Eingangslied. Dort wird er eine Blumenspende von einer Familie erhalten und dann vor den Reliquien der peruanischen Heiligen ein Gebet sprechen, zusammen mit der Gemeinschaft, das extra hier für diesen Tag vom Papst für den Papst geschrieben worden ist. Und danach wird er in den Bischofspalast gehen, um sich mit den Bischöfen zu treffen. Auch das ist ein fester Bestandteil aller päpstlichen Reisen, ein Treffen mit dem Episkopat, den Bischöfen des jeweiligen Landes. Und nach diesem Treffen wird er dann vom Balkon aus den Angelus beten. Das dann sind wir wieder zusammen mit den vielen Menschen, vielen Tausenden, die auf dem Hauptplatz der Plaza de Armas versammelt sind. Den Papst begrüßt und ein Blumenbouquet bereithält. Das Bouquet hat er jetzt vorne niedergestellt, wo die Schreine der Heiligen Perus stehen. Jeder dieser Schreine auf einem Marmorsockel, wo auch der Name des jeweiligen Heiligen eingetragen ist.
sich jetzt dran genähert und widmet jedem nochmal ein kleines persönliches Gebet, bevor er dann gemeinsam mit den Versammelten das Gebet sprechen wird. Der Schrein von Martin de Porres, dem heiligen Juan Macias. Der war ein spanischer Dominikaner und Heiliger, ein Laienbruder und war ist für seinen demütigen Dienst, für seine Bescheidenheit und die Liebe zu den Armen bekannt. Martin de Porres, an dem er vorbeigegangen ist jetzt gerade, war auch ein Dominikaner und ein Enkel afrikanischer Sklaven aus Panama. Und er war eben ein Mulatte und deshalb wurde er sehr schlecht behandelt und nur einfache Arbeiten wurden ihm zugeteilt. Aber er war schon zu Lebzeiten als Heiliger verehrt worden und hat in Lima Waisenhäuser und zahlreiche karitative Einrichtungen gegründet. Und im Zentrum Toribio de Mongrovejo, ein spanischer Missionar und der zweite Erzbischof von Lima, der auch der Schutzpatron der lateinamerikanischen Bischöfe ist und von den Einheimischen als Beschützer der Indios verehrt wird. Que por medio de Jesucristo has instituido tu iglesia sobre la roca de los apóstoles. Gott, unser Vater, du hast durch Jesus Christus die Kirche auf dem Fundament der Apostel errichtet, damit sie vom Heiligen Geist geleitet in der Welt Zeichen und Werkzeug deiner erbarmenden Liebe sei. Wir sagen dir Dank für die Gaben, die du unserer Kirche in Lima geschenkt hast. Wir danken dir vor allem für die Blüte der Heiligkeit in unserem Land, befruchtet vom Apostolat des heiligen Toribio von Mongrovejo, veredelt vom Gebet und der bußfertigen Liebe der heiligen Rosa von Lima und des heiligen Martin von Porres, geziert durch den missionarischen Eifer des heiligen Francisco Solano und den demütigen Dienst des heiligen Juan Macias, gesegnet durch das zeugnishafte christliche Leben weiterer Brüder und Schwestern, die an das Evangelium glauben, dankt dir die Kirche dieser Erzdiözese für dein Wirken in unserer Geschichte und erfleht deinen Beistand, um dem empfangenen Erbe treu zu bleiben. Hilf uns, als Kirche im Aufbruch allen Menschen nahe zu sein, besonders den Benachteiligten. Lehre uns, missionarische Jünger Jesu Christi, des Herrn der Wunder zu sein, die Liebe zu leben, nach der Einheit zu streben und die Barmherzigkeit zu üben, auf dass wir unter dem Schutz und der Fürsprache unserer lieben Frau von der Evangelisierung die Freude des Evangeliums leben und der Welt verkünden. Amen. Anwesenden verharren jetzt nach diesem Gebet in einem kurzen Moment der Stille. Der Papst steht direkt vor dem Schrein der Reliquien von Rosa von Lima, eine Jungfrau, eine Mystikerin, eine auch Dominikaner, aber Tertiarin, die schon sehr jung Katharina von Siena nachfolgen wollte und mit 20 Jahren bei den Dominikanerinnen eintrat, dann als Eingeschlossene lebte und ein Leben der Buße führte. Und sie ist relativ schnell nach ihrem Tod dann zuerst in Lima, dann in ganz Peru und auch dann in ganz Lateinamerika als Heilige verehrt worden. Und sie gilt als erste Heilige Amerikas. Und sie ist 1671 schon von Papst Clemens X. heilig gesprochen worden. Jetzt sind wir dran von Martin de Porres. Der wird in der Regel auch als Dominikaner dargestellt, mit Kreuz, Rosenkranz und vor allem mit einem Besen, weil er als
niedrige Laienbruder viel fegen musste. Dios, fuente de todo consuelo, disponga sus días en su paz y les otorgue el don de su bendición. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in jeder Not, segne euch und lenke eure Tage in seinem Frieden. Er bewahre euch vor aller Verwirrung und festige eure Herzen in seiner Liebe. In diesem Leben mache er euch reich an guten Werken und im künftigen sei er selbst euer unvergänglicher Lohn. Abunden en esta vida en buenas obras y alcancen sus frutos en la eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Der heilige Vater Papst Franziskus hat den Anwesenden jetzt den Segen gespendet und damit endet hier auch dieses Gebet an den Reliquien der peruanischen Heiligen in der Kathedrale St. Johannes des Apostels und Evangelisten in Lima. Der zweite Programmpunkt des Tages, zuvor hatte die Terz ein Stundengebet mit kontemplativen Ordensfrauen gebetet und das hat quasi auch den Programmpunkt fortgesetzt, den er gestern hatte in Trujillo, wo er war und Personen des geweihten Lebens getroffen hat in Nordperu. Beiden Gruppen, den kontemplativen Ordensfrauen und auch den Seminaristen und Priestern, hat er gesagt, wir brauchen eine leidenschaftliche Liebe, eine barmherzige Liebe. Und daraus folgt die Freude. Die Freude des Evangeliums, die das Herz erfüllt und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Und mit Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Und so wie er alle immer wieder aufruft, nicht Profis des Heiligen zu werden, schätzt er eben sehr die Volksfrömmigkeit. Und auch das ist ein Grund, wieso ihm viel daran gelegen war, dieses Gebet an den Reliquien der peruanischen Heiligen zu feiern. Wer uns in den letzten Tagen verfolgt hat, insbesondere in Trujillo, hat gesehen, dass die Menschen ganz viele Darstellungen von Heiligen und von verschiedenen Motiven aus der Passionsgeschichte, aus der Geschichte des Marienlebens haben und dass die Menschen diese zum Zentrum ihrer Frömmigkeit und ihres kirchlichen Lebens machen. Der Papst hat immer wieder dazu aufgerufen, nicht zu vergessen, wo man herkommt und von wem man beten gelehrt hat, nämlich von den Eltern, von den Großeltern. In der Kathedrale noch das Schlusslied gesungen wird, zeigt uns die Kamera mal einen Blick über den Platz, über diese Plaza de Armas. Ein typischer Platz der Kolonialgeschichte. Die Plaza de Armas, der Platz der Waffen, ist traditionell der Hauptplatz kolonialer Städte. Und an diesem Platz befinden sich eben nicht nur die Kathedrale, sondern auch das Rathaus der Stadt und der Regierungspalast. Wir sehen die Kathedrale mit den Türmen. Und insbesondere sehen wir an den Häusern geschnitzte Balkone, sehr aufwendig geschnitzt. Und das ist ein typisches Element der kolonialen Architektur, die wir in vielen Teilen der Stadt finden, aber ganz besonders hier. Die Kathedrale
geht übrigens noch auf 1535 zurück, also wirklich auf die Gründung der Stadt durch den Conquistador Francisco Pizarro, der angeblich den ersten Stein dieser Mutterkirche der Stadt gelegt hat. Und nach 5 Jahren Bauzeit ist die schon eingeweiht worden, die erste, und war zuerst der Himmelfahrt Mariens gewidmet, geweiht. Als sie dann zur Kathedrale wurde, wurde sie sozusagen umgewidmet auf Johannes Apostel und Evangelist. Auch die Kathedrale, wie viele andere Gebäude, ist in verschiedenen Erdbeben schwer mitgenommen worden. Und 1746 ist es sogar bis zum Erdboden zerstört worden. Man hat wieder neu aufgebaut. Und diese beiden Glockentürme, Zwillingstürme, die wir gesehen haben, im 18. Jahrhundert dann gebaut. Aber immer wieder muss man natürlich an solche Gebäude ran. Die werden nie fertig sozusagen. Im Innern ist dann auch das Grab von Francisco Pizarro. Das haben wir allerdings nicht gesehen. Der Papst geht jetzt in den Palast des Erzbischofs. Und dort im 2. Stock in der Kapelle wird gleich das Treffen mit den peruanischen Bischöfen stattfinden. Das sind etwa 60 Bischöfe. Und der Kardinal Erzbischof von Lima, Kardinal Cipriani Thorne, wird ein Grußwort an den Papst richten. Und auch der Präsident der Bischofskonferenz, García Calderón, wird den Papst begrüßen, der dann seine Ansprache seinerseits an die Bischöfe richten wird. Die Menschen, die hier draußen versammelt sind, sind jetzt nicht nur da, um vielleicht einen Blick im Vorübergehen vom Papst zu erhaschen, sondern auch, weil nach dem Treffen mit den Bischöfen der Papst den Angelus auf diesem Platz beten wird. Und das wird dann der vorletzte öffentliche Programmpunkt sein, denn er wird das Mittagessen mit der Delegation einnehmen. Und dann am Nachmittag, mitteleuropäischer Zeit im späten Abend, nämlich 22.15 Uhr, die Sonntagsmesse feiern, und zwar in der Luftwaffenbasis Las Palmas von Lima. Und dann quasi unmittelbar nach der Messe wieder zurückkehren nach Rom, wo er dann am Montag, am frühen Nachmittag erwartet wird. Ein intensiver Besuch, den wir jetzt erlebt haben. Erst die Tage in Chile, und jetzt die Tage in Peru. Nachbarländer ja, aber doch sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie den Papst empfangen haben. Und auch, wie sie das Motto der Reise aufgegriffen haben. In Chile, mi paz les doy, meinen Frieden gebe ich euch. Und hier in Chile, unidos por la esperanza, geeint, vereint durch die Hoffnung. Einheit und Hoffnung, das Programm dieser Reise. Einheit ist eben ein großes Thema, insbesondere in Peru. Ein Land sehr vielgestaltig, mit Wäldern, wo der Papst direkt am ersten Tag hingefahren ist, in die Amazonasregion, nach Madre de Dios, wo er mit der Bevölkerung begegnet, zusammengetroffen ist, mit ganz vielen Stämmen, die ihm ihre Bitten und Sorgen vorgetragen haben.
Und wo er dann auch explizit zur Verteidigung des Lebens, der Verteidigung der Erde und der Verteidigung der Kulturen aufgerufen hat. Und gegen die, die diese Verwundbarsten unter den Verwundbaren, wie er sie nennt, nicht anerkennen wollen, hat er gesagt, dass diese das in das Gewissen derer schreien, die einem Lebensstil folgen, der es nicht schafft, die eigenen Kosten zu bemessen. Seine Option ist ganz klar die vorrangige Option für das Leben der Wehrlosesten der Armen. Und er möchte, dass diese als authentische Gesprächspartner mit am Tisch sitzen. Der Papst ist jetzt inzwischen im zweiten Stock angekommen des erzbischöflichen Palastes in der Kapelle, wo die etwa 60 Bischöfe versammelt sind. Peru hat 7 Erzdiözesen, 19 Diözesen, daneben noch Territorialprälaturen, zum Beispiel in Amazonien, apostolische Vikariate. Und der Papst kennt natürlich die meisten, wenn nicht alle dieser Bischöfe, denn die sind vor knapp einem Jahr zum Ad Limina-Besuch schon in Rom gewesen. Dort hat er sich mit ihnen getroffen, mit ihnen gesprochen. Der Ad Limina-Besuch ist der regelmäßige Besuch der Bischöfe beim Heiligen Vater, beim Papst. Etwa alle 5 bis 8 Jahre versuchen die Bischofskonferenzen alle zusammen zum Papst zu fahren, um die Situation ihrer Länder vorzutragen und vom Papst, man könnte sagen, Input, Weisung zu bekommen. Kurz gesagt, um die Situation zu besprechen und zu schauen, was man machen kann. Die die Herausforderungen sind. Das Mikrofon ist offen, so können wir die Gespräche ein bisschen mithören. Die Bischöfe, dem Papst ihre Anliegen vortragen, ihm danken, dass er gekommen ist. Von Märtyrern sprechen. Der Heilige Vater fragt die Nenzen, und wo sind Sie her? Und die Bischöfe stellen nochmal ihre Diözesen vor, wo sie herkommen. Ich Gelächter aus, weil der Bischof sagt, na, von genau gegenüber. Er meint natürlich gegenüber von Argentinien. Die argentinischen Bischöfe. Der Papst hat Argentinien ja bisher in seinem Pontifikat noch nicht besucht, waren aber in Santiago in der Kathedrale anwesend und haben ihn da getroffen. Aber natürlich ist es eine Freude, den Papst im eigenen Land zu haben. Und das strahlen hier die Gesichter der Bischöfe auch aus. Generalsekretär der peruanischen Bischofskonferenz ist übrigens Herr Monsignor Norberto Strothmann Hoppe. Und damit, haben Sie richtig gehört, ein deutscher Name. A Puerto Maldonado, una delegación muy numerosa, sí, casi como 12.000. Sí, sí, han estado ahí. A pesar del calor y todo, estaban con el poncho de lana y la chulio y todo, ellos estaban felices. Come
Buenas tardes. Buenas tardes. Begrüßt der Kardinalerzbischof von Lima, Juan Luis Cipriani Thorn. Lieber heiliger Papst Franziskus, wenn ich Sie hier in der Kapelle des Palastes des Erzbischofs von Lima begrüße, zusammen mit meinen lieben Mitbrüdern, den Bischöfen der Bischofskonferenz, möchte ich an meinen Vorgänger, Santo Toribio de Mogrovejo, erinnern, den zweiten Erzbischof von Lima und Patron der lateinamerikanischen Bischöfe, und seine Fürbitte anrufen, denn er zeigt uns immer den Weg der Einheit für die Hoffnung und den Dienst am heiligen Volk Gottes. Wir sind Erben der Heiligen und großer Heiliger, wie Sie uns in Ihrer in Rom aufgezeichneten Botschaft erinnert haben. Ich bitte die heilige Rosa, uns diese Zärtlichkeit zu geben, um alle willkommen zu heißen. Ich bitte den heiligen Martin von Porres, uns zu den Ärmsten zu bringen und mit dem Besen unsere Herzen und unsere Handlungen mal gut durchzufegen. Hier sind wir als Nachfolger der Apostel, die in Christus und nur in ihm den Kern, das Zentrum unserer bischöflichen Verantwortung finden, vereint mit dem Papst in Tat und Wahrheit. Auf dass uns die Demut helfe auf dem Weg zur Heiligkeit, damit diese ehrlich ist, damit sie in die Hände und das Herz von Maria, unserer Mutter, die Worte lege, die uns lenken, sodass wir geeint durch die Hoffnung in Christus und mit Maria gemeinsam gehen können, immer dem Papst treu. Vielen Dank, heiliger Vater. Der Papst hat sich für die freundliche Begrüßung des Ortsbischofs bedankt und jetzt wird er auch noch vom Präsidenten der Bischofskonferenz selbst begrüßt, dem Bischof von Ayacucho. Sehr lieber heiliger Vater Franziskus, vor einigen Tagen sah ich ein Foto der Treppe von vor 90 Jahren, aufgenommen während einer Vollversammlung der peruanischen Bischöfe, und es waren 13 Bischöfe. Heute besteht unsere Konferenz aus 45 Ortsbezirken und 4 Auxiliaren. Wir sind immer noch dankbar für die sofortige Entscheidung während des zurückliegenden Ad Limina-Besuchs, als wir Sie baten, dieses Peru in Ihren Kalender aufzunehmen, das heute unter der Korruption leidet, aber Hoffnung hat. Wir haben uns auf diesen Besuch unter dem Leitspruch geeint durch die Hoffnung vorbereitet. In unseren Teilkirchen, mit dem Gebet, dem Studium ihrer Dokumente und mit Missionstagen. Sie können sich nicht ausmalen, wie viele bewegende Anforderungen sich mit Ihnen zu treffen es gibt. Sie müssten ein Jahr bei uns bleiben, um zu allen zu kommen. Das ist ein Ausdruck der Zuneigung und der Nähe zum Heiligen Vater. Uns begleiten auch die Emeritierten. Besser gesagt, wie es unser Nuntius angemerkt hat, unsere wohlverdienten Bischöfe. Es sind 22 und 8 von denen sind zu dem Unspruchsort zurückgekehrt. Wie sehr schätzen wir ihre Nähe zu den Brüdern und Schwestern der Wälder? Und wie dankbar sind wir dafür, dass sie eine spezielle Synode für den Amazonas einberufen haben? Vor 100 Jahren war der Einzige, der die Eingeborenen gegen die Missbräuche durch den Kautschukhandel in Iquitos verteidigte, der heilige Papst Pius X. Und heute tut dies auch Papst Franziskus. Sie sind in dieses Gebiet gekommen, um zur Sorge für die Natur aufzurufen und vor allem für ein anständiges Leben für seine Bewohner.
Die Botschaften, die Sie jetzt hier während Ihres Besuchs für unser geliebtes Peru zurücklassen, und Ihre Worte an den Rat der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen CELAM in Bogotá letzten September werden im Zentrum unserer nächsten Versammlungen stehen, um unser Leben als Hirten zu überprüfen und Ihrer Lehre zu folgen, die immer unsere Herzen erreicht. Wir wissen von Ihrer Verehrung des heiligen Toribio. Und deshalb möchte ich in diesem Haus des heiligen Erzbischofs, dem Patron der lateinamerikanischen Bischöfe, Ihnen im Namen der peruanischen Bischofskonferenz diese Medaille überreichen, die anlässlich seiner Jubiläen unseren Brüdern Bischöfen und verschiedenen Institutionen der Nation von der peruanischen Kirche verliehen wird. Und dies auch für Sie mit all unserer Zuneigung und Verehrung für den heiligen Josef und alle. Es copia de la tradición artística cusqueña de la familia de Nazaret. Jesus hat für den in der heiligen Familie von Nazareth für Josef gearbeitet und die häusliche Liebe gelebt, und mit dieser Liebe überreiche ich jetzt Ihnen diese Medaille. Da kommt jetzt die schon erwähnte Statue des heiligen Josef, die er eben als Draufgabe zur Medaille bekommt, aufgrund der bekannten Verehrung für den heiligen Josef und um ihn eben an die Familie von Nazareth zu erinnern. Und man vermeinte gerade zu sehen, wie er Anweisungen gibt, wo diese Statue denn verstaut werden soll. Es war deutlich zu sehen, dass dieses Geschenk dem Heiligen Vater Freude gemacht hat. Er wird jetzt seine Ansprache an die Bischöfe richten. Liebe Brüder im Bischofsamt, ich bedanke mich für die Worte, die der Herr Kardinalserzbischof von Lima sowie der Präsident der Bischofskonferenz im Namen aller Anwesenden an mich gerichtet haben. Ich wollte hier bei euch sein. Die Erinnerung an euren Ad Limina-Besuch letztes Jahr ist in mir lebendig. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Und die wunderbaren Tage hier mit euch waren sehr intensiv und lohnend. Ich konnte vieles von dem hören und erleben, was dieses Land ausmacht. Und ich konnte den Glauben des heiligen Volkes Gottes, der uns so gut tut, aus der Nähe miterleben. Danke für diese Gelegenheit, den Glauben des Volkes, das Gott euch anvertraut hat, gleichsam greifen zu können. Man kann es nicht greifen. Das Motto dieser Reise spricht uns von Einheit und Hoffnung. Das ist ein hochgestecktes, aber gleichzeitig anregendes Programm, das uns an die großen Taten des heiligen Toribio von Mogrovejo, Erzbischof dieser Stadt und Patron des lateinamerikanischen Episkopats, denken lässt, der ein vorbildlicher Stifter kirchlicher Einheit war. Wie es mein Vorgänger Johannes Paul II. Auf seiner ersten apostolischen Reise in dieses Land ausgedrückt hat.
Es ist bezeichnet, dass dieser heilige Bischof auf einigen Porträts als neuer Moses dargestellt wird. Und wie ihr wisst, gibt es im Vatikan ein Gemälde, auf dem der heilige Toribio einen mächtigen Fluss überquert, dessen Wasser sich bei seinem Durchschreiten auftun wie das Rote Meer, so dass er das andere Ufer erreichen kann und eine große Gruppe von Einheimischen erwartet. Hinter dem heiligen Toribio steht eine große Zahl von Menschen, das gläubige Volk, die ihrem Hirten beim Werk der Evangelisierung folgen. Dieses schöne Bild möchte ich zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen mit euch machen. Der heilige Toribio, der Mann, der es verstand, das andere Ufer zu erreichen. Wir sehen ihn von dem Moment an, in dem er den Auftrag empfängt, in dieses Land zu kommen, mit dem Sendungsbewusstsein, Vater und Hirte zu sein. Er verließ sicheres Terrain, um sich auf ein völlig neues, unbekanntes und herausforderndes Universum einzulassen. Er ging geleitet vom Glauben als dem Grund der Hoffnung auf das verheißene Land zu. Sein Glaube und Vertrauen in den Herrn hat ihn damals bewegt und wird ihn sein ganzes Leben lang dazu antreiben, das andere Ufer zu erreichen, wo der Herr ihn inmitten der Menschenmenge erwartet. Er wollte das andere Ufer erreichen, um die Entfernten und Verstreuten zu suchen. Und dazu musste er die Bequemlichkeit des Bischofshauses verlassen und das ihm anvertraute Territorium in ständigen pastoralen Besuchen durchqueren, um dorthin zu gelangen und dort zu sein, wo es nötig war. Und da war so viel Not. Er ging den Menschen auf Wegen entgegen, die laut seines Sekretärs eher für Ziegen als für Menschen gemacht waren. Er musste dabei unterschiedlichste klimatische und geografische Zonen durchqueren. Von 22 Jahren im Bischofsamt verbrachte er 18 Jahre außerhalb seiner Stadt und durchquerte sein Bistum dreimal. Von oben bis unten auf der Karte Chiles. Bitte um Entschuldigung, aber die Originaltonqualität, die bei uns ankommt, ist sehr schlecht, sodass wir die freien Worte des Papstes kaum verstehen können. Also, 18 Jahre außerhalb seiner Stadt und dreimal durch sein Bistum. Er wusste, dass dies die einzig mögliche Form der Pastoral war. Nahe sein und die Gaben Gottes austeilen. Dazu forderte er auch seine Priester beständig auf. Aber er tat dies nicht durch Worte, sondern durch sein Zeugnis, indem er sich selbst an die vorderste Front der Evangelisierung begab. Heute würden wir ihn als Straßenbischof bezeichnen. Ein Bischof, dessen Schuhsohlen ganz abgenutzt waren vom vielen Unterwegssein, um an allen Orten und bei allen Gelegenheiten ohne Zögern, ohne Widerstreben und ohne Angst das Evangelium zu verkünden. Die Freude aus dem Evangelium ist für das ganze Volk. Sie darf niemanden ausschließen. Wie gut der heilige Toribio das verstanden hatte. Ohne Furcht und ohne Widerstreben durchwanderte er unseren Kontinent, um die gute Nachricht zu verkünden. Er wollte das andere Ufer nicht nur geografisch, sondern auch kulturell erreichen. Und so förderte er die Evangelisierung in der Muttersprache mit vielen Mitteln. Beim dritten Konzil von Lima ordnete er die Erstellung von Katechismen und ihre Übersetzung in die Sprachen Quechua und Aymara an. Und er wirkte beim Klerus darauf hin, die Sprache der Gläubigen zu lernen und zu beherrschen, damit sie die Sakramente auf verständliche Weise spenden konnten.
Das war die liturgische Form Pius des 12. Als er sein Volk besuchte und mit den Menschen lebte, erkannte er, dass es nicht genügte, nur physisch anzukommen, sondern dass es notwendig war, die Sprache der anderen zu lernen. Nur so würde das Evangelium verstanden und in die Herzen gelangen. Wie dringend ist diese Vision für uns Hirten des 21. Jahrhunderts, dass wir völlig neue Sprachen lernen müssen, wie zum Beispiel die digitale. Die heutige Sprache unserer Jugendlichen, unserer Familien, der Kinder lernen. Das hat der heilige Turibio sehr richtig gesehen, dass es nicht ausreicht, irgendwo hinzukommen und ein Gebiet zu besetzen, sondern dass es notwendig ist, Prozesse im Leben der Menschen anzuregen, damit der Glaube Wurzeln schlagen und sinnstiftend sein kann. Und dafür müssen wir ihre Sprache sprechen. Es ist notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen entstehen. Um mit dem Wort Jesu die Tiefe der Seelen unserer Städte und Völker zu erreichen. Die Evangelisierung der Kultur verlangt von uns, in das Herz der Kultur selbst einzutreten, damit sie von innen durch das Evangelium erleuchtet wird. Und das ist, weshalb es mich berührt hat in Puerto Maldonado. Mit den ganzen Ureinwohnern, mit den vielen Ethnien. Und dort waren alle malt und dort muss man in die eintreten. Man muss ihre Sprache und ihre Kultur ansprechen. So wie man das sieht, wie man sie trifft, so tritt man ein. Er wollte das andere Ufer der Nächstenliebe erreichen. Für unseren Patron war die Evangelisierung untrennbar mit der Nächstenliebe verbunden. Denn er wusste, dass die erhabenste Form der Evangelisierung darin bestand, die Selbsthingabe Jesu Christi aus Liebe zu jedem Menschen im eigenen Leben zum Ausdruck zu bringen. Darin manifestieren sich die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, ist nicht von Gott. Während seiner Besuche konnte er die Missbräuche und Ausschreitungen beobachten, unter denen die einheimische Bevölkerung zu leiden hatte. Und so zögerte er nicht, im Jahr 1585 den Gouverneur von Cayatambo zu exkommunizieren und gegen ein System von Korruption und Netzwerken zu kämpfen, was ihm die Feindschaft vieler hervorrief, auch die des Vizekönigs. Und so erwies er sich als ein Hirte, der wusste, dass das geistliche Gut niemals vom gerechten materiellen Wohl getrennt werden kann, besonders wenn die Integrität und Würde der Menschen gefährdet ist. Diese prophetische Ausübung des Bischofsamtes scheut sich nicht, die Missbräuche und Exzesse, die im Volk begangen werden, anzuprangern. Und auf diese Weise gelingt es ihm innerhalb der Gesellschaft und ihrer Gemeinschaften, daran zu erinnern, dass die Nächstenliebe immer von Gerechtigkeit begleitet sein soll und dass es keine echte Evangelisierung gibt, wenn Schuld am Leben unserer Brüder und Schwestern, insbesondere und jeden Tag der Schwächsten nicht benannt und verurteilt wird.
Er wollte das andere Ufer in der Ausbildung seiner Priester erreichen. Er gründete das erste Seminar nach dem Konzil von Trient in diesem Teil der Welt und förderte so die Ausbildung einheimischer Geistlicher. Er hatte verstanden, dass es nicht genügte, überall hin zu gelangen und dieselbe Sprache zu sprechen. Es war für die Kirche notwendig, dass sie ihre eigenen örtlichen Hirten hervorbringen konnte und so zur fruchtbaren Mutter wurde. Darum verteidigte er die Weihe von Mestizen in einer Zeit, in der dies sehr umstritten war, und versuchte deutlich zu machen, dass der Klerus vor allem an der Heiligkeit der Hirten erkennbar sein sollte und nicht an seiner ethnischen Herkunft. Und diese Ausbildung beschränkte sich nicht nur auf das Studium im Seminar, sondern setzte sich auch in den laufenden Besuchen fort, die er bei ihnen machte. Und dort konnte er unmittelbar aus erster Hand erleben, wie es um seine Priester stand und sich um sie kümmern. Der Legende nach schenkte ihm seine Schwester zu Weihnachten ein Hemd, das er an den Feiertagen tragen sollte. Und an diesem Tag besuchte er einen Priester, und als er die Situation sah, in der dieser lebte, zog er sein Hemd aus und gab es ihm. Er ist ein Hirte, der seine Priester kennt. Er versucht, sie zu erreichen, zu begleiten, zu ermutigen und zu ermahnen, und erinnerte seine Priester daran, dass sie Hirten und keine Kaufleute waren. Und deshalb sollten sie sich um die indigene Bevölkerung kümmern und sie als ihre Söhne und Töchter verteidigen. Aber er tat das nicht vom Schreibtisch aus, und so lernt er seine Schafe kennen. Und diese erkennen in seiner Stimme die Stimme des guten Hirten. Er wollte das andere Ufer, das Ufer der Einheit, erreichen. Er förderte auf bewundernswerte und prophetische Weise die Bildung und Erweiterung von Räumen der Gemeinschaft und Teilhabe unter den verschiedenen Gliedern des Volkes Gottes. Und so hat auch Johannes Paul II. Darauf hingewiesen, als er von den Bischöfen hierzulande sagte: Das dritte Konzil von Lima ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Es fand unter dem Vorsitz des heiligen Toribio statt, wurde durch ihn ermutigt und geleitet. Es brachte einen kostbaren Schatz der Einheit im Glauben, pastorale und organisatorische Bestimmungen sowie wertvolle Inspirationen für die ersehnte lateinamerikanische Integration hervor. Wie wir wissen, waren dieser Einheit und diesem Konsens große Spannungen und Konflikte vorausgegangen. Wir können Spannungen und Unterschiede nicht verleugnen. Ein Leben ohne Konflikte ist nicht möglich. Als Menschen und als Christen müssen wir uns ihnen stellen und sie akzeptieren. Aber wir müssen sie gemeinsam im ehrlichen und aufrichtigen Dialog annehmen, indem wir uns einander ins Gesicht schauen und uns vor der Versuchung hüten, das Geschehene zu ignorieren oder darin gefangen zu bleiben, ohne Horizonte, die uns erlauben, Wege der Einheit und des Lebens zu finden. Eine gute Anregung für unseren Weg als Bischofskonferenz wäre die Erinnerung daran, dass die Einheit immer Vorrang vor dem Konflikt haben muss. Liebe Brüder Bischöfe, arbeitet auf die Einheit hin. Bleibt nicht gefangen in Spaltungen, die unsere Berufung lähmen, verdunkeln und einschränken, unsere Berufung, Sakrament der Einheit zu sein. Vergesst nicht, dass das, was die frühe Kirche anziehend machte, die Art und Weise war, wie sie einander liebten. Das war, ist und wird immer die beste Evangelisierung sein. Für den heiligen Toribio kam der Moment seines Übergangs zu jenem endgültigen Ufer, das ihn erwartete und das er in seinem
ständigen Aufbruch zu neuen Ufern schon auf Erden anfanghaft erfahren durfte. Diese erneute Reise machte er nicht alleine. Wie auf dem Gemälde, von dem ich zu Beginn erzählte, ging er den Heiligen entgegen, gefolgt von einer großen Menschenmenge hinter ihm. Er ist ein Hirte, der es verstanden hat, sein Gepäck mit Gesichtern und Namen zu füllen. Sie waren sein Pass zum Himmel. Und zwar so, dass ich das Ende nicht weglassen möchte, den Moment, in dem der Hirte seine Seele Gott übergab. Er tat dies vereint mit seinem Volk, und ein Ureinwohner spielte die Flöte, damit die Seele seines Hirten sich in Frieden fühlte. Hoffen wir, liebe Brüder, dass wir Ähnliches erleben dürfen, wenn wir uns auf unsere letzte Reise begeben müssen. Bitten wir den Herrn, er möge uns dies gewähren. Beten wir die einer für den anderen. Und betet bitte für mich. Danke. Wir haben noch einige Minuten vor dem Angelus. Also wenn ihr vielleicht einige Fragen an mich habt. Jetzt nicht groß oder so, aber wir haben noch Zeit vor dem Angelus. Können wir uns gerne noch ein bisschen unterhalten. Man merkt deutlich, der Papst wollte die Zwischenzeit, die noch zum Angelus bliebe, mitteleuropäischer Zeit 17 Uhr, hier in Lima 12 Uhr, und hat vorgeschlagen, dass man einfach noch ein paar Fragen stellt. Stattdessen ruft jetzt aber der Präsident der Bischofskonferenz die 8 Vertreter der apostolischen Vikariate nach vorne, damit sie ein Foto mit dem Papst machen können. Neben dem Papst steht der emeritierte Bischof von Maldonado. Präsident der Bischofskonferenz hat da vorhin ein Wortspiel benutzt, dass man sie nicht emeriti, sondern benemeriti, also nicht emeritierte, in Rente gegangene Bischöfe nennen soll, sondern wohlverdiente Bischöfe nennen soll. Und der Papst hat natürlich recht, auch wenn dieses Foto jetzt ein paar Minuten in Anspruch genommen hat, verbleiben immer noch etwa 7 bis zum Angelus, und der Papst scheint entschlossen, die auch noch für Frage und Antwort zu nutzen. Der Papst sagt, ihr könnt auch genauso gut den Rosenkranz beten, wenn ihr nichts zu fragen habt. Ha traído a todos mucha esperanza.
Ihr Besuch in Maldonado hat allen viel Hoffnung gegeben. Und sie haben uns zugesprochen, dass wir wichtig sind, dass wir existieren. Wir, die wir in der amazonischen Region leben. Der Papst greift jetzt auf seine Erfahrungen von Aparecido zurück, auf die Frage des bischöflichen Kollegen, der gesagt hat, wie sollen wir die Hoffnung in Maldonado, wo der Papst am ersten Tag war, weitergeben. Der Papst sagt, dass es wesentlich ist, dass man die Menschen versteht und auf sie eingeht. Und dass man eine Periode des Discernimento, des Erkennens annimmt. Wir haben die Kultur, das Leben der Völker. Und der Bischof muss sich bemühen, dies zu kennen. Er erzählt jetzt davon, wen er getroffen hat in den Völkern, also auch die Pfarreikoordinatoren. Dass diese Leute eben schon in der Lage sind, mit den Eingewohnern zusammenzuarbeiten und die Situation zu verbessern. Wir bitten die Tonqualität zu entschuldigen. Der Heilige Vater ist etwas zu weit vom Mikrofon weg und wir verstehen wirklich kaum, was er sagt.
conciencia muy, muy, muy linda de ese pueblo para defender a su chica, ¿no? Sí, es tierra de explotación. La Amazonía y otra reserva, digamos, reserva en el sentido etimológico de la palabra, de pueblos originarios que se dan en otro sitio, ¿no? Die Fragen der Bischöfe zu beantworten. Leider entgehen uns seine Worte, weil die Mikrofonqualität und auch die Nebengeräusche einfach zu stark sind. Wir verstehen immer wieder hin und wieder einen Satz, ein Wort, aber es reicht nicht, um Ihnen jetzt eine zusammenhängende Antwort bieten zu können. Wir werden insofern jetzt unseren Kommentar schließen und warten, dass der Papst dann zum Angelus auf den Balkon tritt und seine Ansprache an die Menge halten wird. Für den Moment verabschiedet sich am Mikrofon für Vatican News Melanie Rosenbaum. Laudetur Jesus Christus. Y entonces vienen misioneros que no son evangélicos. Los mismos evangélicos no los consideran evangélicos, sino misioneros de iglesias, así llamadas iglesias, comunidades eclesiales, que no son reconocidas por los mismos evangélicos. ¿Saben de qué hablar? Y bueno, ahí en dos o tres meses le dan un cursito al cacique, le aseguran sueldo mensual y toda la etnia corre el riesgo de pasarse a esa comunidad cristiana. Siguen siendo católicos, me decía un franciscano de Argentina que estuvo ahí dos años. Nosotros somos católicos, pero hablando con uno de estos hombres, necesitamos que nos prediquen la palabra de Dios, pues, entonces lo hacen más todos los encargados, casi que los inviernos. Y busquen la manera de tener un diálogo permanente, preparan yo. La respuesta de un obispo de un país X estaba ahí. Sí, yo creo que tiene que hacer el curso tal cual está planeado, 5 años. No.
darle lo elemental para que aprenda a interpretar el Evangelio, para que sepa predicar, enseñarle a bautizar, enseñarle conductas de fidelidad propias de un diácono. Con ese curso o noviciado, lo que quiera, puede ser reducido a un año o a meses o en varias casas encomendable a la comunidad para que pueda predicar la palabra de Dios, para que pueda bautizar a sus chicos, enterrar a sus muertos, ser testigo de los matrimonios. El problema del diaconado creo que es una de las cosas que tenemos que pensar en serio, pero como ya en el sínodo, el Papa no puede hablar antes de lo que puede pasar en el sínodo, así que se arreglen los padres sinodales a hacer las propuestas para que yo las tenga en cuenta después y discerniendo la jornada en práctica. No sé, esto es lo que me vino del mundo. Usted es muy impresionado, además de los 29 grados que había donde salió. Después el hogar del principito, ¿no? Ya, pobres que han desgastado su vida. También había un misionero italiano, monstruosa, una anunciatura. No me acuerdo el nombre. José Chenzo. Se pasó la vida han sembrado, aprovechemos en el sentido grande la palabra, la siembra de esa gente. No nos perdamos cosas chiquitas, ¿no? Atendamos pastoralmente. Hoy no es fácil que alguien quiera ir ahí. Pero hay jóvenes generosos que se animan. Preparemos todos los niveles, ¿no? Bueno. Sí. Gran parte de nuestra vida, nuestra cabeza, nuestro corazón, están los sacerdotes. Por un lado hay que estar cerca de ellos, ser cariñosos, animarlos, pero también, de vez en cuando hay dificultades, es decir, es sacerdotal. El corazón no tiene colocado en el Señor. ¿Cómo compatibilizar, por un lado, el cariño, la comprensión, la cercanía? Y, por otro lado, la exigencia, el derecho, las normas. No es compatible con un gran corazón, pero es también saber exigente, cercano y exigente. ¿Cuál es la frontera en eso? A veces una serie de frontera de la vida. Gracias. Y si vamos a buscar los libros, no vamos a perder. Un papá y una mamá sabe cómo conducir los conflictos de sus hijos. Y cuando ve, por ejemplo, el hijo, por el olor que ya empezó con la droga, llora, sufre. No va a buscar el libro hasta que se pueda y no se puede. Se le pone al lado, le habla, lo escucha, le ofrece, ¿por qué no te comunica de este lado? ¿Por qué no te comunica? Paternidad. Y eso, hermanos, o se quiere o no se quiere. Todos tenemos, con el sacramento del orden, la gracia de la paternidad. Si alguno de nosotros no la ejercita o se olvidó o busca otros caminos para contactarse con sus curas, ya perdió la batalla. O sos padre y ahí sí. Paternidad, los permiteos se dejan.
congregar, o le tienen miedo al obispo, se apartan del obispo, se apartan entre ellos, el diablo lo maneja, el pastor es el consejero, no sé. O le mienten al obispo. ¿Cuántas veces? ¿Por qué vivimos en apoyo? No es mi padre. No se me ocurre decir otra cosa, quizás nos hace bien de vez en cuando examinarnos sobre nuestra paternidad. Lo primero que es, el primer rasgo de una paternidad es la cercanía, lo vimos en la camisa de Santa Teresa. Si está cercano, corriendo en su cubo, si no eran más angelitos que los nuestros, no era más angelito que el hombre. Pero era padre. Y cuando había que apretar el tornillo, lo apretaba, pero lo aceptaba porque lo sentían padre. Si hay ningún cura no va a aceptar algo si no lo siente padre. Va a aguantar el chubasco, por ahí nos va a mentir, nos va a decir, sí, padre, es tranquilo, que sea. Por ahí va a aprender a disimular mejor las cosas. Pero parte de la mía. Acercan. Hay una anécdota que la conversábamos el otro día con el nuncio de un obispo que en el proceso de canonización empezaba con Tonino Bello en Italia y él era mi padre. Decía que era de la orden del delantal, porque tenía que estar para servir, ¿no? Tenía que estar para servir. Y él siempre hacía ver esta paternidad, previniendo a los curas y defendiéndolos antes de los problemas, ¿no? También que cuando llegara el problema, ellos supieran a quién recurrir. Y dice una anécdota que le quería contar, dice que en el momento de la ordenación, cuando ordenaba un cura, le metía aceite en la mano a montón. Por lo tanto, yo le doy un abrazo.
padre, ya que no habrá nadie, yo quiero tomar la palabra, y para hacer una reflexión muy sencilla, y es que en el año 1890 las mujeres de Lima, esposas de políticos de obras tremendas, urgían para que esa vasta región de la Amazonía, que eran 700.000 kilómetros cuadrados, se evangelizase. Y así al presidente le urgieron de tal manera que tuvo que ir a la Santa Sede y pedir misioneros para aquí, para la Amazonía. El norte, los agustinos, el centro, los franciscanos, y el sur, los dominicos. Y durante estos años, ya 118 años, es cierto que nos han dado las gracias. A los que hemos venido de fuera nos han dado las gracias. ¿Por qué? Porque les hemos evangelizado, porque hemos llevado una serie de cosas. Pero hoy día se da un suceso, diría yo, inverso. Y es que yo me encuentro en la Navarra, en su momento, trabajando en bastantes campos, y yo me doy cuenta de que los latinoamericanos, especialmente peruanos, bolivianos y ecuatorianos, no se están evangelizando Navarra. Digo Navarra, no digo Cataluña. Cataluña ya es el colmo, ¿no? Pero ciertamente no se están evangelizando. Y entonces llega un momento en que yo ahora doy las gracias no por haber ido al Perú, no por haber sido misionero tantos años, sino que doy las gracias para que esta gente siga bendiciéndonos y siga dándonos ejemplos, porque son auténticos ejemplos de cristianos. Lo decían una vez que fuimos ahí a Chile, al señor de los Milagros, el embajador de Perú, allá en Chile, decía: las familias, sobre todo las mujeres peruanas, están así, nos cogen. ¿Por qué les cogen? Porque realmente son unas auténticas madres educadoras y verdaderamente cristianas. Por eso yo ahora doy las gracias a la inversa. Desde allá, desde Europa, doy las gracias a Latinoamérica por todo lo bien que están haciendo los latinoamericanos. De verdad, eso, los migrantes, cuando están así bien formados, van a aquel continente, llevan. Nos devuelven la misión que hicimos con él, un caso en Del Roma, típico de la Filipina, ¿no? Muchas familias, muchas que buscan para incluir a los chicos, mujeres filipinas, que hablan inglés, así los chicos, gritas, les transmiten la fe. O sea, la fe en la familia italiana que tiene una criada filipina, se transmite la fe. Si la piden por inglés, porque son mujeres rectas, ¿no? Pero le pasan la fe de estar tan evangelizada, ¿no? Eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Si nos llevan también la frescura, ¿no? La frescura de iglesias nuevas. Y eso es bueno. Las iglesias nuevas tienen que ayudar a las iglesias más viejas. Y las iglesias nuevas tienen que aprender de después de las iglesias viejas. Me ha alegrado muchísimo que nos haya hablado de Santo Toribio. Cuando estuvimos en la visita a Lima, nos puso los dos íconos, San Martín y Santo Toribio. Cuando ha hablado a través de un mensaje de lejos, nos ha dicho que somos tierra de santos. Estos santos salieron en el tiempo de un pastor santo, Santo Toribio. ¿Verdad? Y no solamente a los indígenas, sino también a los negros. Los trató con mucho cariño, los trató con mucha delicadeza. En este país hay dos seminarios que están dedicados a Santo Toribio, el de Lima y el de Chiclayo, donde yo estudié. Y ahí empezó mi amor del viaje, porque mi obispo, mi primera parroquia fue Santo Toribio. Vivía en la calle Santo Toribio. Daba clases en mi colegio Santo Toribio. Me cambiaron a la Universidad Santo Toribio. O sea, ya es verdad que necesitamos, me ha agradado muchísimo, creo que a mis hermanos también, le regalamos el cuadro de San Martín en Roma, que era pendiente de Santo Toribio, que lo tenemos en el alma y en el corazón. Y quería contarle esto porque es un
más y que le quieren mucho y que procuran siempre rezar por usted y darle continuamente alegría, que son las que queremos transmitir, que comentaba con uno de mis hermanos, al que lo conozco de hace años, de mis hermanos obispos, que a él lo ordenaron sacerdote el año 85 y el año 87, procedemos de ese seminario. A él lo ordenaron obispo en el 2005 y a mí en el 2007. Le he dicho que cuando se muera me quedan 2 años. Yeah.
Soy bautizado por usted, Pisolero, ahora soy Gary Vitar Castellense. Tengo una visión más o menos general de lo que hay en nuestro querido Perú, la situación política, social, económica y militar. Hay una zona que sufre en esa selva peruana, del cierre de reserva que se llama el PRAE, que queda dentro del territorio también de Monseñor Salvador Piñeiro. En esa zona todos los días hay enfrentamientos porque el narcoterrorismo está muy activo en esa zona. Tenemos personal del ejército, la marina, la policía, la fuerza aérea en su conjunto que está trabajando por dar a un o dar o asegurar un país pacificado, como que están un poco arrinconados en esa zona, pero no obstante el mundo político hoy en día están dando libertad a aquellos que fueron condenados en cadena perpetua, políticamente han hecho un proceso y están saliendo. Esto agrava un poco la situación política. Estamos viviendo una crisis política en el país. Su llegada ha sido para nosotros un quitarnos un pensamiento de tensión en la nación, y ahora estamos atentos a su mensaje de esperanza y de búsqueda de la unidad, porque eso es lo que nos falta a todo el mundo político. Yo diría que hay una gripe, una epidemia de la corrupción en el mundo, no solamente en nuestra patria, y es contagioso además. Pero, digamos, tenemos que ser personas de esperanza, tenemos que trabajar por la verdad. Y eso se trabaja cara a cara, enfrentando la realidad. Antes de su llegada, hace un mes, ha habido una inestabilidad política tremenda. Estaban pidiendo la bancada del gobierno, en fin, tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. Pero, digamos, su llegada como que ha traído un clima de que baje la marea para poder, digamos, analizar con más madurez la situación. Tensiones con el indulto a Fujimori. En fin, son varias cosas juntas que se han ido dando, que yo las veía venir, pero lo que hizo es rezar y pedir consejo. Pero, digamos, en ese momento decir: Señor, ayúdanos para que la llegada, la presencia del Santo Padre sea realmente un momento de paz, de gozo y alegría. Yo creo que en ese sentido las Fuerzas Armadas han entendido muy bien. Hay muy buenos oficiales ahora, católicos, convencidos de su fe, y han aportado todo lo necesario para esta visita. Agradecerle, y les prometí a ellos que usted les daría su bendición, y entonces, en ese sentido, Santo Padre, gracias una vez más por estar con nosotros, por traernos esta calma en nuestro querido Perú. Lo mejor que vos decís, yo señalaría dos cosas, ¿no? El problema de la crisis política, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia, y de bien parte de la corrupción de los dirigentes. En el caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero el quid pro quo, pero no del sano negociado político que siempre existió y debe existir, porque así se da, sino de ¿te tapo esto o me tapas esto? En este aspecto, los franceses hace muchos años, no me acuerdo cuánto, 15, vivieron una pastoral de la política, y el año pasado, volvieron.
política estamos en crisis, muy, muy en crisis en América Latina por corrupción. Entonces, gana una oposición y acusa al corrupto a los anteriores, o vuelve la orden y acusa al corrupto a él. Y los dos tienen algo de razón. Entonces, un juego político muy difícil, muy difícil. A nosotros nos ponen en dificultad si queremos ser pastores, ¿no? Puedo evangelizar el mundo de la política. No es fácil, tampoco tenemos que obligar, ¿eh? Pero tampoco la denuncia es la única arma, ¿no? Está la arma de la persuasión, de la formación política. Mil cosas, pero no destruiremos eso porque es el futuro de la dirigencia de nuestros pueblos. Caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción. Estamos fritos, ¿no? Y ahí sí que no tenemos la oportunidad de meter el aceite en la mano, como el grupo ese, ¿no? Se le pega la plata y todo arreglado. El fenómeno de los paraísos fiscales, muchos de los cuales están en América Latina. ¿Qué pasó? Que América Latina, que estaba buscando un camino hacia la patria grande, de la que soñaban nuestros héroes, de golpe, en pocos años, este sufrimiento bajo el impulso de un capitalismo liberal de su mano, donde se endeuda la gente. ¿Cuáles son las políticas? Mañana saludé a cuatro detenidos, una mujer y tres varones de la cárcel que quisieron venir y con más permiso y todo. Gente, me gustó. ¿Qué pasa con estas cárceles? Están sobrepobladas, viven como animales. Y ahí mandamos a uno que empieza a robar una gallina para que aprenda la corrupción de la droga. O sea, es la escuela de corrupción. Pero son descartes que vamos dejando de lado, los descartes que no van a hacer lo mismo que los descartes atómicos, ¿no? Nos van a minar la sanidad social después, ¿no? En todo el bosque. Si la política está enferma, está muy enferma, mira en América Latina. Y porque es yo, en general, está más enferma que sana. Entonces, lo que decimos es verdad. Bueno, acá Dios esté como conferencia episcopal, vea qué se puede hacer, porque también acá es el camino de lo posible, ¿no? Pero al menos ser consciente del problema y que una Dios se puede hacer esto, un trabajo como conferencia, algo, pero no descuidar el mundo de la política, que no es hacer politiquería, porque yo soy amigo de cada día, ¿no? La honestidad política. Y segundo, el mundo castrense. Sí, los militares siempre son grupos, son los malos de la película, ¿no? Sí. Es verdad, a veces se pasaron de la raya y hicieron cosas, pero cuando veo los jóvenes militares, los chicos de ahora, no podemos dejarlo sin una atención espiritual que los fortalezca. Si los anteriores, alguna se pasó a la raya, que esto no se pasa de la raya. La vocación de servicio, la vocación militar es una vocación grande, es de servicio, ¿no? Y el ser capellán, que la iglesia tenga capellanes paramilitares, que algunos cuestionan, es un hecho de celo pastoral. Cuidar toda, todo un sector de hombres y mujeres que trabajan para el orden público y para la defensa de la patria. Que después algunos se corrompan, bueno, los políticos se corrompen, así que no se trabaja, solo seguir trabajando, formarlo bien, que sean buenos cristianos, buenos ciudadanos. Mucho cuidar de los capellanes, si los capellanos militares suelen tener mala fama, sí.
flojitos en los afectos. En algunos países, flojitos por la vía normal, en otros lamentablemente con las modas del momento. En eso los capellanes tienen la mía. Ustedes son sacerdotes. Y si ven alguno que anda un poco por ahí, no me quitan acá. Cambia tu vida, buscate en alguna parroquia, te da tu vida. Mandar. Pero porque un pastor de las Fuerzas Armadas tiene un marco de seguridad mucho mayor que un pastor de cualquier país. Entonces puede aprovecharse de ese marco de seguridad si es una persona que tiende hacia el pecado, hacia la corrupción, para ser más pecador y más corrupto, ¿no? En eso está teniendo, ¿no?, cursos de encuentros sacerdotales, ejercicios espirituales normales, porque no necesita los ejercicios cuando los acertaría, así que eso es muy importante para mantener la tropa pedical en forma, pero cuidado mucho a los curas. Eso es importante. Y vuelvo a los políticos y te hago una pregunta que no me dio una respuesta, pero la dicen ustedes. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somalia está preso, Toledo está preso, los Fujimori estuvo preso hasta ahora. Ala García está que hay que entro, que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deje ya, ¿no?, todo el sistema. Ustedes tienen que responder, pero me llama la atención. Y presos con rabia, ¿no? Es cierto, ¿no? Se vean. Bueno, y creo que ya están los diálogos, porque les agradezco mucho este diálogo, la fraternidad. Quédense mucho.
Tenemos una gran variedad de personas porque hoy la alegría está a tope. El Papa Francisco, el Vicario de Cristo en la Tierra, está aquí en Lima, Perú, en esta Plaza de Armas, y va a salir dentro de minutos por ese balcón de la mano derecha para darnos su bendición y algunas palabras de aliento que necesitamos. ¿Queremos que salga el Papa Francisco, sí o no? Sí. Más fuerte para que se escuche. ¿Queremos que salga el Papa Francisco, sí, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, le decimos al Papa, como se le dice a veces en la anunciatura cuando está, la gente le pide balcón al Papa. ¿Les parece si le pedimos? Tenemos que gritar juntos. ¡Balcón! 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 Pero más fuerte, porque si no, no va a salir. Escuche, que nos escuche el Papa. ¡Balcón! 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 Más, lo que pasa es que el Papa, si nos escucha con fuerza y con ánimo, va a salir a darnos la bendición y a rezar el Ángelus. Porque ya estamos casi sobre hora. A ver. Sí, ya estamos muy cerca. Poquitísimo, poquitísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Bueno, voy a acercar un poquito. ¿Cómo están por allá? ¿Bien? ¿Cómo están los ánimos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Emocionados? ¿Sí? ¿Cómo está el corazón? ¿Dispuesto? ¿Ya? ¿Preparado para escuchar su mensaje? ¿Verdad? ¿Por acá? ¿Por acá cómo están? Acá en el centro. A ver, ¿cómo están las personas? Al fondo, que están acá, ¿cómo en el están? Centro. Al fondo, los vemos. Hola, hola. En los las balcones. Personas de mi derecha también, a ver, los que están por allá. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con las manos. Allá atrás, en el estrado, la gente de atrás, por la municipalidad, ¿todo bien? La gente de los balcones también saludando a todos. Qué increíble, no entra ni una persona más. ¡Excelente! ¡Listo! El Papa va a salir, le pedimos todos juntos. ¡Balcón! 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 ¡Que viva el Papa! ¡Que viva! Francisco, amigo, Perú está contigo. Francisco, amigo, Perú está contigo. Francisco, amigo, Perú está contigo. El Papa es peruano. El Papa es peruano. El Papa es peruano. El Papa es... Parece que no nos escucha. Tenemos que llamarlo con más fuerza, con más insistencia. Le decimos... ¡Balcón! 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 Muy bien, muy bien. Ya estamos a pocos minutos. La energía, la fuerza, el ánimo de todos los peruanos que nos encontramos congregados en la Plaza de Armas de Lima para ver y encontrarnos con su santidad, el Papa Francisco, la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia, y además el primer Papa latinoamericano que se encuentra en nuestro país, nada más y nada menos que en el Palacio Arzobispal de la Plaza Mayor de Lima. Recordemos también que hoy por la tarde el Papa se dirige a Las Palmas para poder celebrar la misa multitudinal con todos los peruanos que están ahí. Así, ya los están esperando. Desde ayer han estado la guardia del Papa pernoctado, ahí hay una vigilia hermosa y ya cada vez falta menos. Tenemos ahí a los obispos que se encuentran saliendo de la reunión que han tenido con el Papa. Los sacerdotes salen de la misa, de la iglesia, de la catedral. La Plaza de Armas está repleta. Que se escuche entonces el grito de la Plaza de Armas entera, que le pida al grito Papa para Francisco. El Papa Francisco. Que salga por el balcón. ¡Balcón! 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 Laudetur Jesus Christus, hier ist immer noch Vatican Media.
Wir setzen die Übertragung fort vom Balkon der Plaza Mayor, der Plaza de Armas in Lima, wo der Papst jetzt auf den Balkon getreten ist, um die Menge zu begrüßen und seine Ansprache vor dem Angelus zu halten. Der Papst war heute Morgen und hat die Terz mit Ordensfrauen gefeiert, ist dann in die Kathedrale gegangen und hat dann den Reliquien der peruanischen Heiligen gebetet und hat sich dann mit den Bischöfen getroffen. Er hat nicht nur dort seine Rede vorgehalten, sondern auch viele Fragen beantwortet. Wir bitten die Stille zu entschuldigen, aber die Tonqualität aus dem Treffen war so schlecht, dass wir leider nicht weiter übertragen konnten. Der Papst richtet sich nun an die Jugendlichen und sagt: Liebe Jugendliche, ich freue mich, bei euch zu sein. Diese Treffen sind für mich sehr wichtig, ganz besonders in diesem Jahr der Vorbereitung auf die Jugendsynode. Eure Gesichter, eure Wünsche, euer Leben sind wichtig für die Kirche. Wir müssen ihnen die Bedeutung beimessen, die sie verdienen, sowie den Mut haben, den viele junge Menschen dieses Landes hatten. Sie hatten keine Angst, Jesus zu lieben und sich für ihn einzusetzen. Liebe Freunde, wie viele Vorbilder habt ihr? Ich denke an den heiligen Martin von Porres. Nichts hinderte ihn daran, seine Träume zu erfüllen. Nichts hinderte ihn daran, sein Leben für andere hinzugeben. Nichts hinderte ihn daran, zu lieben. Und er tat es, weil er erfahren hatte, dass der Herr ihn zuerst geliebt hatte. So wie er war. Als Mulatte. Und im Kampf mit vielen Entbehrungen. Aus menschlicher Sicht und in den Augen seiner Freunde schien er zum Verlierer bestimmt zu sein. Aber er verstand es, das zu tun, was zum Geheimnis seines Lebens werden würde: Vertrauen haben. Er vertraute dem Herrn, der ihn liebte. Und wisst ihr warum? Weil der Herr zuerst in ihn Vertrauen gesetzt hatte, wie er in jeden von euch Vertrauen hat. Und er wird niemals müde, Vertrauen zu haben. Jedem von uns vertraut der Herr etwas an. Und die Antwort ist, in ihn zu vertrauen. Jeder von euch denke jetzt in seinem Herzen: Was hat mir der Herr anvertraut? Was hat mir der Herr anvertraut? Jeder von euch denke daran. Was habe ich in meinem Herzen, das der Herr mir anvertraut hat? Ihr könnt mir sagen, aber manchmal ist es sehr schwierig. Ich verstehe euch. In diesen Augenblicken können negative Gedanken kommen. Wir können uns von verschiedenen Situationen überwältigt fühlen und stehen scheinbar im Abseits. Sie scheinen die Oberhand zu gewinnen. Aber so ist es nicht, oder? Es gibt Momente, in denen es gut tut, uns neu zu kalibrieren und fortzusetzen, zu vertrauen. Es gibt Zeiten, in denen ihr vielleicht denkt, dass die Verwirklichung der Wünsche eures Lebens, eurer Träume, nicht möglich ist. Wir alle haben solche Situationen durchgemacht. Vergesst in diesen Momenten, wenn der Glaube zu erlöschen scheint, nicht, dass Jesus euch zur Seite steht. Gebt nicht auf. Verliert nicht die Hoffnung. Vergesst nicht die Heiligen, die uns vom Himmel aus begleiten. Wendet euch an sie, betet und werdet nicht müde, um ihre Fürsprache zu bitten. Diese Heiligen von gestern, aber auch von heute, dieses Land hat viele, weil es ein von Heiligkeit erfülltes Land ist. Peru ist ein
von Heiligkeit erfülltes Land. Bittet um Hilfe, um Rat von Menschen, die ihr als gute Ratgeber kennt, weil ihre Gesichter Freude und Frieden zum Ausdruck bringen. Lasst euch von ihnen begleiten und geht so auf dem Weg des Lebens voran. Und noch was. Jesus quiere verlos en movimiento. Jesus möchte euch in Bewegung sehen. Er möchte sehen, dass du deine Ideale weiterverfolgst und dass du dich entscheidest, seinen Weisungen zu folgen. Er wird dich auf den Weg der Seligpreisungen führen, ein Weg, der keinesfalls einfach, aber spannend ist. Ein Weg, den man nicht alleine gehen kann. Man muss ihn in einer Gruppe gehen, wo jeder mitarbeiten und sein Bestes geben kann. Jesus zählt auf dich, wie er es schon vor langer Zeit gemacht hat, auf die heilige Rosa von Lima, den heiligen Toribio, den heiligen Juan Macias, den heiligen Francisco Solano und viele andere. Und heute frage ich dich, ob du wie sie bereit bist, du und ihr ihm zu folgen. Heute, morgen, wirst du bereit bleiben, ihm zu folgen? Und in einer Woche? Das hört sich nicht so sicher an. Schaut, wenn du wirklich ihm folgen willst, musst du ihn bitten, dass er dir das Herz bereitet, um ihm bereit zu bleiben, zu folgen. Ist das klar? Queridos amigos, liebe Freunde, der Herr schaut hoffnungsvoll auf euch. Er ist von euch nie entmutigt. Uns kann das passieren, dass wir uns entmutigen lassen von einem Freund, der erscheint uns nicht mehr gut und wir wollen ihn nicht mehr so sehr und wir lassen ihn links liegen. Aber der Herr entmutigt ihn nicht. Aber Vater, wenn ich sowas mache hin und her und mein Leben, das ist nicht sauber und gut. Aber dennoch, Jesus ist nie von euch entmutigt. Und heute, jetzt halten wir ein bisschen Stille. Jeder schaue in sein Herz. Wie ist das eigene Leben? Jeder schaue in sein Herz. Und ihr werdet erkennen, dass es gute Momente gibt und es gibt auch Momente, in denen Dinge nicht gut waren. Und mit all dem, Jesus ist nie von euch entmutigt. Und jetzt sagt in eurem Herzen, danke, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu begleiten. Auch als ich im Übel war. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente. Es ist sehr schön, digital bearbeitete Fotos anzusehen. Aber das geht nur bei Fotos. Wir können nicht die anderen photoshoppen oder die Realität oder uns selbst mit Photoshop verändern. Farbfilter und High Definition funktionieren nur bei Videos gut.
aber wir können sie niemals auf Freunde anwenden. Es gibt Fotos, die sind sehr schön, aber sie sind alle manipuliert. Und lasst es mich euch sagen, das Herz, das kann man nicht photoshoppen, nicht mit Photoshop bearbeiten. Denn dort spielt sich die wahre Liebe ab. Dort spielt sich das Glück ab. Wie ist dein Herz? Jesus möchte nicht, dass du dein Herz schminkst. Er liebt dich, wie du bist. Und hat einen Traum, der mit jedem von euch verwirklicht werden kann. Vergesst das nicht. Er ist von euch nicht entmutigt. Nie. Und wenn ihr entmutigt seid, lade ich euch ein, die Bibel zu lesen. Und sich an die Freunde zu erinnern, die Gott erwählt hat. Moses stotterte. Abraham war ein alter Mann. Jeremia sehr jung. Zacchaeus, ein von kleiner Statur. Die Jünger schliefen ein, als Jesus ihnen sagte, sie sollten beten. Magdalena war eine Sünderin, eine öffentliche Sünderin. Paulus, ein Christenverfolger. Und Petrus hat ihn verleugnet. Und dann haben sie ihn nachher zum Papst gemacht, aber er hat ihn verleugnet. Und so können wir diese Liste fortsetzen. Jesus möchte dich, wie du bist. Mit allen deinen Defekten, mit allem, was vorgefallen ist. Aber er liebt dich so. Schmink dich nicht. Schmink dir das Herz nicht. Sondern zeig dich vor Jesus, komm, wie du bist, damit er dir helfen kann. Damit er dir helfen kann, im Leben weiterzukommen, voranzugehen. Wenn Jesus uns anschaut, dann fragt er nicht, wie perfekt wir sind, sondern er denkt an all die Liebe, die wir im Herzen haben, um sie anderen zu schenken und ihnen zu dienen. Genau darauf kommt es bei ihm an. Und das ist das Größte. Wie viel Liebe habe ich in meinem Herzen? Und die Antwort ist die, die wir unserer Mutter geben. Mutter, geliebte Jungfrau Maria, schau auf die Liebe, die ich in meinem Herzen trage. Es ist wenig, es ist viel. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist, aber seid sicher, dass sie uns begleiten wird in allen den schwierigen Momenten, in allen Momenten, wenn ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst. Entmutigt euch nicht. Verliert den Mut nicht. Geht voran. Alle zusammen. Denn das Leben ist die Mühe wert, es zu leben. Mit dem Gesicht hoch erhoben. Der Herr möge euch segnen. Der Papst hat soeben seine Ansprache an die Menge beendet, die sich für den Angelus versammelt hat auf der Plaza de Armas in Lima. Wir sind auf dem Hauptplatz Limas. Ein kleiner Platz in einer relativ kleinen Stadt auf der Welt. Die Welt ist viel, viel größer. Und sie ist voll mit Städten und Dörfern und Völkern.
und voll mit Problemen, voll mit Kriegen. Und heute kommen sehr beunruhigende Nachrichten zu mir aus der Demokratischen Republik des Kongo. Denken wir an den Kongo. In diesem Moment, von diesem Platz aus und mit allen diesen Jugendlichen, bitte ich die Autoritäten, die Verantwortlichen und alle in diesem geliebten Land, dass sie ihre größten Anstrengungen darin legen, jede Form von Gewalt zu verhindern und Lösungen zu suchen für das Gemeinwohl. Alle gemeinsam in Stille beten wir für diese Intention, für unsere Brüder und Schwestern in der Demokratischen Republik des Kongo. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Maria sprach sie, ich bringe die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Señor, esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y hasta la vista. Der Papst hat den Engel des Herrn, den Angelus, mit der versammelten Menge gebetet, dem er seine Ansprache beendet hat. Und hat jetzt sich mit einem Hasta la vista, auf Wiedersehen, verabschiedet. Er wird nun zur Nunciatur zurückkehren zum Mittagessen, denn in Lima ist es jetzt kurz nach 12, mitteleuropäischer Zeit, kurz nach 18 Uhr. Und der Papst hat vorher vor der Ansprache und vor dem Angelus sich mit den Bischöfen getroffen. Es ist uns schon mehrfach passiert, der Papst ist schnell unterwegs in allen Verkehrsmitteln und so war er heute auch schneller in der Kathedrale zur Verehrung der Reliquien der peruanischen Heiligen und so war er auch schnell bei den Bischöfen und als die
Ansprachen, die vorbereiteten, fertig waren. Da blieben noch gut 45 Minuten Zeit und der Papst hat spontan vorgeschlagen, lasst uns doch einfach noch eine Frage-Antwort-Einheit einlegen und hat die Bischöfe aufgefordert, ihm Fragen zu stellen. Leider war die Tonqualität so schlecht, dass wir kaum was verstehen konnten. Und so haben wir dann einen längeren Bereich der Stille eingeschoben. Einige Fragen gingen um die Rolle des Bischofs, der ein Vater für seine Priester sein soll. Aufgegriffen wurden sein Besuch in Puerto Maldonado bei den indigenen Völkern. Die Rolle der Laien und der Frauen. Eine lange Einheit zur Korruption in Lateinamerika. Auch die Berufung zum Dienst und die pastoralen Anknüpfungspunkte. Und zwischendurch haben sich nicht nur immer wieder Bischöfe bei ihm bedankt für diese Reise der Hoffnung und der Einheit, sondern es sind auch noch Fotos zwischendurch gemacht worden, einmal mit den apostolischen Vikaren und dann auch mit den Emeriti, den emeritierten Bischöfen, den Bischöfen in Rente sozusagen, die das auch so betitelt haben, jetzt machen wir ein Rentnerfoto, die aber dann nicht nur als Emeriti, sondern auch als Benemerenti, als wohlverdient in Ruhestand gegangene bezeichnet worden. Der Papst wird heute Abend noch eine heilige Messe feiern in der Luftwaffenbasis Las Palmas von Lima. Ortszeit etwa 16.15 Uhr, mitteleuropäischer Zeit etwa 22.15 Uhr. Auch hierzu laden wir Sie wieder herzlich ein. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören über www.vaticannews.va oder über YouTube und auch für die, die über unsere Partnersender mitverfolgt und zugehört haben. Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Deutschschweiz, EWTN TV, KTV Fernsehen, Radio Gloria, herzlichen Dank. Weitere Informationen zur Reise finden Sie auf unserer Homepage www.vaticannews.va sowie unserem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können, oder auf unserer Facebook-Seite. Bis heute Abend verabschiedet sich am Mikrofon Melanie Rosenbaum für Vatican News. Laudetur Jesus Christus. Contigo, Francisco, amigo, Perú está contigo, Francisco, amigo, Perú está contigo, el Papa es peruano, el Papa es peruano, el Papa es peruano, el Papa es peruano. Aquí se queda el corazón del Papa Francisco y se lleva el nuestro. Un trozo de cada uno de nosotros se va el día de hoy con el Papa a Roma. Cuente con nuestras oraciones, Santo Padre, rezamos por usted. Los jóvenes que estamos aquí presentes en la Plaza de Armas, le agradecemos por sus palabras. Gracias por haber venido al Perú, gracias por haberse dirigido a nosotros. Gracias por rezar por nosotros y con nosotros el día de hoy. Ahí está el Papa próximo a subirse al Papa móvil. Que nos escuche fuerte, Francisco, amigo. Perú está contigo, Francisco, amigo, Perú está contigo, Francisco, amigo, Perú está contigo, Francisco, amigo, Perú está contigo. ¡Que viva el Papa! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva! Ya está en el Papamóvil, Santo Padre, así se despide el Perú de usted. Con esa alegría, esa fuerza, esa esperanza y esa fe que nos caracteriza.